So, es geht weiter. Und zwar mit Victor und Flo. Und zwar mit einer super coolen Präsentation zu einer super coolen Kampagne. Ja. Jo, hi, ich bin Victor. Ich bin Flo. Und wir erzählen heute ein bisschen was über die Reclaim Your Face-Kampagne und was da bis jetzt passiert wird, ist und was da noch passieren wird. Und gibt es irgendeinen Klicker hier? Wow. Okay. Orga. So, so. Genau, kurzer Überblick, was wir jetzt erzählen. Erstmal ein bisschen zu der Kampagne, was da bis jetzt passiert ist, was überhaupt davor der Kampagne passiert ist, was hoffentlich noch passieren wird und was unsere Ziele sind. Und Flo wird dann danach noch ein bisschen erklären, welche Organisationen da beteiligt sind, was wir bis jetzt gemacht haben und wie es weitergeht. Ein kurzer Überblick zu KI und Regulierung von KI in Europa. Hier haben wir so einen schönen Zeitstrahl mitgebracht. Also man sieht, die ganze Geschichte fängt eigentlich im Januar 2020 an. Da gab es ein schönes Gesetzespaket, einen Gesetzesentwurf vom Innenministerium und die haben vorgeschlagen, an 149 Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland Gesichtserkennungskameras aufzuhängen. Das fanden wir als Zivilgesellschaft natürlich nicht so schön. Dazu später mehr. Dann kam wenig später ein Entwurf von einem White Paper zur Regulierung von KI in der EU, wo der Vorschlag oder die Möglichkeit drin stand, ein Moratorium zu verhängen, was bedeutet hätte, dass für 3 bis 5 Jahre die Technik nicht weiterentwickelt werden darf, also nicht eingesetzt werden darf, aber man viel Forschung hätte machen können, um dann zu gucken, ist die Technik so riskant, wie wollen wir das einsetzen, wollen wir das überhaupt einsetzen? Das war dann aber auch schon sehr schnell wieder vorbei. Und zwar im Februar 2020 wurde dieses White Paper dann fertiggestellt, ohne Moratorium, stattdessen eine Passage zu, das ist ja alles sehr gefährlich, muss man natürlich aufpassen, dass das nicht in Grundrechte eingreift, aber sonst ist ja alles okay. Dann gab es im Juli 2020 eine Stellungnahme der deutschen Regierung zu diesem White Paper. Das war ganz witzig, weil die deutsche Regierung gesagt hat, dass ihr die Regulierungsansätze gar nicht weit genug gingen und dass sie bei dieser sehr riskanten Technologie sich eigentlich noch viel mehr gewünscht hätte. Co-Autor von dieser Stellungnahme war Horst Seehofer, der im Januar des gleichen Jahres den Gesetzesentwurf zur Installation von ganz vielen Gesichtserkennungskameras mitinitiiert hat. Ja, und seitdem ist erstmal nichts passiert und wir erwarten jetzt diesen Frühling einen Legislativvorschlag von der Europäischen Kommission, in dem die vermutlich vorstellen wird, wie sie sich so ein Gesetz vorstellt. Jetzt dazu, was politisch passiert ist, nachdem das Innenministerium da letzten Januar um die Ecke kam mit ganz viel Gesichtserkennungskameras überall, kamen wir als digitale Zivilgesellschaft um die Ecke mit Nein, machen wir nicht und haben das Bündnis Gesichtserkennung stoppen gestartet. Das war, sagt Flo gleich auch später noch Sachen dazu, eine Sammlung von gesamtgesellschaftlichen Organisationen, die gefordert haben, dass Gesichtserkennungstechnik im öffentlichen Raum verboten gehört. Das lief eigentlich sehr schön. Es gab dann auch eine Mediendebatte in Deutschland und letzten Endes wurde dieses Vorhaben dann auch abgesagt, vorerst, wie es hieß, aber trotzdem irgendwie wurde der öffentliche Druck groß und dann waren wir natürlich sehr freudig und erfüllt, als das zuerst gestoppt wurde. Und jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Das war die deutsche Ebene, das war nur auf Deutschland bezogen, aber da haben wir auf Deutschland bezogen schon gefordert, das muss verboten werden, diese Technik im öffentlichen Raum. Das Ganze ging auf EU-Ebene weiter, dass im November 2020 dann die Reclaim Your Face-Kampagne auf EU-Ebene gestartet ist. Das waren erstmal die Organisationen, die das initiiert haben. Später kamen dann noch ein paar mehr dazu. Und jetzt im Februar, ich glaube am 17. Februar, hat die Petition gestartet. Jetzt werdet ihr euch fragen, welche Petition? Die Petition ist mehr oder weniger der zentrale Bestandteil dieser Kampagne. Und zwar, diese Kampagne ist eigentlich eine europäische Bürgerinitiative, die Unterschriften sammelt. Das Ganze geht bis zum Frühling 2022. Die Dinger gehen normalerweise 12 Monate lang. Jetzt gibt es aber Covid und eine Pandemie und vermutlich haben wir 2 Monate mehr Zeit. Jetzt was zu der Kampagne in sich. Also die Forderung ist, dass Gesichtserkennungstechnik im öffentlichen Raum verboten gehört. Das ist eigentlich die gleiche Sache
wie wir damals auf Deutschland-Ebene gefordert haben, wird jetzt auf EU-Ebene gefordert. Und das Wichtige ist da vor allem, dass es da noch keine Regel, kein Gesetz gibt, sondern bis jetzt ist das alle machen so ein bisschen. Und man kennt es ja, viele Akteure, seien sie privatwirtschaftlich oder staatlich, versuchen es dann erstmal und gucken, ob sie dann zurückgepfiffen werden. Und wenn sie zurückgepfiffen werden von den Gerichten, dann dauert das aber auch gerne mal 10 Jahre, bis man irgendwie eine Verfassungswidrigkeit feststellt oder bis man tatsächlich in der letzten Instanz festgestellt hat, okay, das darf da gar nicht hängen, dieses Gesichtserkennungssystem. Um das zu erreichen, brauchen wir 1 Million Unterschriften aus 7 EU-Mitgliedstaaten. Und dafür haben wir, wie gesagt, 12 Monate, vermutlich eventuell 14 Monate Zeit, um dann ein neues Gesetz zu schaffen. Wenn wir diese Unterschriften gesammelt kriegen, dann hat die EU-Kommission muss auf die Forderung antworten und sich damit auseinandersetzen. Die Forderungen müssen im EU-Parlament debattiert werden und die müssen eine Anhörung machen von den Repräsentanten der Kampagne. Jetzt habe ich hier irgendwo gerade im Raum die spannende Frage gehört, wie sammelt man eigentlich Unterschriften in einer Pandemie? Natürlich online. Das heißt, es gibt eine Website, die heißt reclaimyourface.eu und da werden diese ganzen Unterschriften gesammelt, was natürlich auch gar nicht so einfach ist, weil damit das rechtskräftig ist und richtig funktioniert, muss man da leider auch wieder Daten einsammeln. Das heißt, es reicht nicht, wenn da jemand ausgedachten Namen reinschreibt, sondern es sind recht viele Daten, die man da eintragen muss. Das ist doof. Das hat natürlich auch nicht allen gefallen, die an dieser Kampagne beteiligt sind. Aber das ist leider die einzige Art und Weise, wie man solche Bürgerinitiativen machen kann, dass einigermaßen plausibel ist, dass man sich die ganzen Unterschriften nicht ausgedacht hat. Ja, was kann ich noch sagen? Also die Idee dahinter ist halt, endlich mal so ein bisschen proaktiv was zu fordern, weil wir in der netzpolitischen Zivilgesellschaft haben ja ganz oft das Problem, dass erst eine Regierung mit einem Gesetzesvorschlag um die Ecke kommt und wir dann hektisch versuchen, den zu verhindern und damit beschäftigt sind, den Medien zu erklären, warum das eigentlich alles eine ganz dumme Idee ist. Und dieses Mal ist es glücklicherweise ein bisschen umgekehrt. Und zwar, wir haben die Forderung, bevor das konkrete Gesetz vor der Tür steht und versuchen natürlich jetzt mal diese Technologie so ein bisschen zu verhindern, bevor sie überhaupt erst passiert, was in sich natürlich viel unaufwendiger ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwieriger, in der Öffentlichkeit die Geschichte zu erzählen, von was muss genau jetzt passieren. Aber es ist für uns als Zivilgesellschaft vermutlich der deutlich bequemere Weg und auch der deutlich geradlinigere. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr toll, dass wir einmal so proaktiv dieses Spiel spielen. Und jetzt erklärt euch Flo was, wer bei der Kampagne beteiligt ist und was bis jetzt so passiert ist und wie es weitergeht. Vielen Dank. So, genau. Weiter geht's. Wir beide, Bick und ich, sind ja hier für die digitale Freiheit beim Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Das sind schon mal 2 Organisationen, die hinter dieser Kampagne stehen. Und wir sind dabei als digitale Freiheit Supportive Partner. Die digitale Gesellschaft ist Campaigning Strategic Partner. Das sind dann nochmal so Abstufungen, was das Involvement und wie viel man dann letztendlich beiträgt. Und wir haben uns jetzt als Initiative gefragt, was können wir beitragen, wie können wir diese Kampagne bekannter machen. Und eine Sache, die bei uns bisher ganz gut funktioniert hat, waren Fotoaktionen. Warum Fotoaktionen? Da geht es vor allen Dingen darum, Bilder zu produzieren, die das Thema erklären, die Berichterstattung dazu erleichtern. Und wie so eine Fotoaktion bei uns aussieht, könnt ihr in einem kleinen Video sehen, was ich euch mitgebracht habe. Mal schauen, ob das gleich alles funktioniert. Ich spiele das jetzt mal ab.
Sehr cool, genau. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr hier zum Beispiel, das sind ein paar Bilder, die entstanden sind. Und die haben auch schon erste Verwendungen gefunden, zum Beispiel auf netzpolitik.org, aber auch direkt auf der Kampagnenseite, wenn man ein kleines bisschen nach unten scrollt. Und wenn ihr Lust habt, jetzt in nächster Zeit einen Blogpost verfasst oder irgendeine Aktion startet, zu Reclaim Your Face, freuen wir uns natürlich total, wenn ihr die verwenden könnt. Und genau, die findet ihr auf unserer Website. Benutzt sie gerne. Und was ist noch so passiert mit dem Kampagnenstart am 17.? Es gab noch einige Berichterstattungen, zum Beispiel vom Spiegel, Golem. Vor kurzem ist ein Breitband-Interview rausgekommen, auch mit einer Aktivistin aus unserer Gruppe. Da kann natürlich noch viel mehr passieren. Und wir hoffen, auch noch andere Zeitungen und Medien adressieren zu können in den nächsten Monaten. Aber es ist schon mal ein ganz guter Start. Jetzt ein kleiner Werbeblock. Jetzt habe ich schon viel über digitale Freiheit gesprochen. Wer ist das eigentlich? Die digitale Freiheit hat sich tatsächlich hier nach dem Anschluss an den netzpolitischen Abend vor ungefähr 3,5 Jahren gegründet. Ein paar Leute kamen zusammen und meinten, okay, Überwachung, überwachungsausufernde Gesetze, das sind Themen, die irgendwie viel zu sehr in der technischen Blase bleiben, viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und ja, wir müssen irgendwie was machen, um das Ganze ein bisschen nahbarer zu machen, das besser zu erklären. Und so haben sie angefangen, erstmal mit Partys. Okay, du schreibst eine verschlüsselte Mail an die Bar und bekommst ein freies Getränk. Und ziemlich schnell ging das dann aber von Filmabenden und Diskussionsrunden über zu auch politischen Aktionen. So haben wir zum Beispiel bei den Verhaltenserkennungstestphasen am Südkreuz Aktionen gemacht, Performances, auch Bilder erzeugt und mit Presse gesprochen, um die ganze Problematik zu erklären und Aufmerksamkeit zu generieren. Das ging weiter über Artikel 13 und die erste Version des IT-Sicherheitsgesetzes. Da hatten wir die Aufweichung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Genau, haben wir immer versucht, Medien dazu zu produzieren und Aufmerksamkeit zu generieren. Und über die Zeit haben wir uns aber ein bisschen weg von diesen niedrigschwelligen Aktionen auch zu immer mehr inhaltlicher Arbeit entwickelt und das Bündnis Gesichtserkennung stoppen mit initiiert. Das war eine Menge Arbeit mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Haben wir zusammen einen Aufruf geschrieben, eine Pressemitteilung rausgegeben. Wir haben Argumentationsleitfäden gebaut, Testimonials aufgenommen und diese Kampagne gefahren und waren damit ja auch ganz erfolgreich, wie Viktor schon erzählt hat. Genau, ist es tatsächlich nicht zu dem entsprechenden Gesetzesentschluss gekommen. Und genau, wenn das alles spannend für euch klang, schaut gern vorbei, auch wenn ihr einfach nur Fragen habt und neugierig seid. Immer donnerstags ist unser Plenum. Genau. So, das war jetzt der Werbeblock zur digitalen Freiheit. Kommen wir nochmal zurück zu Reclaim Your Face. 1 Million Unterschriften sind eine ganze Menge und wir haben noch viel vor uns. Wir sind jetzt ungefähr bei 35.000. Wenn ihr noch Ideen habt oder selber Organisationen kennt, die ihr ansprechen könnt oder ihr noch konkrete Ereignisse habt, Aktionen im Kopf, die wir auch mit realisieren könnten, dann kommt unbedingt auf uns zu. Oder vielleicht habt ihr sogar jetzt direkt schon eine Frage an uns. Falls nicht und euch später noch was einfällt, die Mailadresse findet ihr auch auf unserer Website. Und genau, wir freuen uns über jegliche Tipps und damit übergebe ich zurück. Kann, aber das ist ja offensichtlich durch die E-Mail-Adresse, die man auf eurer Website findet. Ist das richtig? Okay, super. Ja, dann ist, glaube ich, alles klar. Vielen, vielen Dank für den Vortrag.